Ach, dich kenne ich doch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Horoli gekommen. Wie sie schön ignoriert werden. Ich habe bestellt Rührei mit Pilzen und Brot, Tortellini mit Ricotta und Spinat, Rahmschnitzel mit Pommes und Salat. Ich wäre ja schon nach einem Rührei fast satt. Und eine große Pizza mit Champignons. Manche Menschen trinken an Silvester, ich überfresse mich gerne an Silvester. Was zum Geier? Ey, da wäre ich ja hier so kugelrund im Gesicht schon. Oh, du aufgeblasener Typ, was fällt dir ein, uns zu ignorieren? Den machen wir platt, ne? Dem wird richtig platt, dem wird richtig fett der Schädel brummen. Was, die Burgmauer sind so hart, okay? Ach, meine Güte. Es ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Der Fans ziehen richtig. Dürfte ich dich bitten, den Herrn da zu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Was haltet ihr davon? Ich färbe meine Haare wie Elima? So. Evans Preuß, ich grüße dich. So. Ich werde dir zeigen, was für ein Pro ich im Umgang mit wilden Pokémon. Check this out. Naja. Wenn ich das alles essen würde, kannst du mich danach aufwischen. Kolossant ist zu OP, okay? Ja, wahrscheinlich hast du dann eine gute Taktik. Hat das eigentlich noch eine andere Fähigkeit? Weil ich finde, die Fähigkeit von Kolossant, naja, du steigerst ja nur deine Verteidigung, wenn du mit Wasserattacken angegriffen wirst. Ansonsten passt es. Und naja, du musst halt die Wasserattacke auch erstmal überleben. Ja, mit Horter, wenn du das überlegst, ist das, überlebst, ist das krass. So. Wollen wir wetten, das kann schon Superschall. Es kommt aber erstmal, es kommt nicht als erstes dran. Und natürlich kann es Superschall. Ach so, und zwei Flaschen Cola waren nur zum Runterspielen, ja. Kolossant ist echt krass OP, okay? Ja, war jetzt im Let's Play erstmal so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Wow, ich bin mal. Also die Verwirrung triggert mal nicht. Ich bin begeistert. Warum habe ich nicht Chabel? Das müsstest du eigentlich nach der Story dann kriegen. Und dann kannst du sogar 4 fangen. Robert erreicht nebenbei auch den nächsten Level. Also gut, das ist ja so eine Catch-Up-Mechanik. Dratini holt auch noch auf, sehr schön. Und bekommt sogar noch mehr EP. Krass. Echt jetzt? Das war's schon? Jo, das war's schon. Ja, ich bin ja mal am Aufnehmen und lasse mich vom Blood Knights mobben. Jo. Ach so, Chabelle bekommt man nur am Mond? What? Okay. Ach, deswegen kann man da auch mehrere fangen. Alles klar. Ja, dann viel Spaß bei der Aufnahme bei Dark Knight. Ach so, das Moskito-Ding ist in Sonne. Ah, du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist. Hey Bro, tun wir so, als wäre das nie passiert, ne? Lass uns lieber eine Biege machen. Elimas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. So. Muss der jetzt auch mal sein. Ich kämpfe gerade gegen Marvel's WTS und hab Chabel vergessen. Ach, meine Güte. Ja, Team Skull. Das hast du gut gemacht und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. So, und jetzt werden wir nämlich auf die nächste Route kommen. Was sein Gutes hat. Als ich dich in deinem Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Also, was haltet ihr davon? Ich lasse mir meine Haare so wie die von Elima färben. Ich will echt über die Meinung wissen. Nein, ich mach das nicht. Obwohl, bei mir Verrückten weiß man nicht, aber die Haare sind so cool. So, Captain Lima setzt Mangunior ein. Na gut. Dann lassen wir mal Mangunior. So. Aber dieses hier ist bisher das einzige, was so richtig gut kämpfen kann. Die anderen Level, die brauchen halt noch ein bisschen. Silberblick, du senkst mein
Angriff. Achso, hier hat sich noch nichts getan. Achso, die Verteidigung ist gesunken. Soll aber nicht mein Problem sein. Immerhin noch weiter die Glut. Obwohl die wenig abzieht, aber dann scheint es wohl speziell defensiv noch ein bisschen was auf dem Kasten zu haben. So, dann haben wir noch weiter das hier. Aber ich finde das cool mit der Einblendung des Chats und so ist der ganze Screen gut ausgefüllt. Mit dem Hauptbildschirm, also mit dem oberen, dann mit dem unteren beiläufig, der Chat, mich, nebenbei und der Freundescode. Was will man mehr? Ach so, der hat einen Trank angewandt. Ja, sehr schön. Trotzdem, ich verbrenne dich weiter. Pass auf, und jetzt kommt ein Crit. Nee, nicht ganz. Oh. Ja, das tut natürlich weh, weil es einen Death Drop gab in zwei Stufen. Das ist klar. Aber gut, da kann man nun mal nichts machen. Und Glut weiter. Okay, die hat sich immer noch nichts getan. Ist aber nicht weiter schlimm. Ah, so viel im Chat, das ist schon krass. Hätte ich nicht erwartet. Aber 66 EP gibt es. Probeer erreicht den bei Stufe 4. Auch nett. Stufe 5, ich muss mich korrigieren. Kameradensaft, was ist das denn? Müssen wir gleich mal nachgucken. Donnerwelle! Können wir gebrauchen, um taktisch zu kämpfen. So, die Überreste heilen uns um 2 KP, wow. Farbigel. Wir haben kein Kampf-Pokémon. Aber na, ich guck mal ganz kurz. Was hat man denn zum Kämpfen? Da noch. Konoha. Nee, ist alles noch ein bisschen zu schwach. Aber wie gesagt, durch die Kämpfe holt das ja auf. Die Catch-Up-Mechanik lässt ja die anderen aufholen. Nee, ich will kein Pokémon wechseln. Ich will weiterkämpfen. So. Gut. Also gucken wir mal weiter. Ach komm, machen wir auch mit Blut platt. Eieiei. Das war hart. Warte mal, ich müsste vielleicht doch mal den Wechsel in Betracht ziehen, weil es ja auch noch schneller ist. Warte mal, wie sehen denn die Berichte aus? Verteidigung. Das hat auch eine schwache Verteidigung. Das hat schon eine 10er Verteidigung. Was ist Kameradschaft eigentlich für eine Attacke? Was? Das senkt den Angriffswert. Wir probieren es mal. Wir tauschen dich mal ein. Also Tausch. So, woher die Shinies selbst gezüchtete? Ja, durch die SOS-Methode geht das scheinbar ganz gut. Nun. Ich glaube, das war auch keine gute Idee. Aber warte mal, ich werde mal ein paar Tränke einsetzen, nämlich für Nichan erstmal. Ja gut, Frubal muss jetzt leider mal dran glauben, ganz kurz. Aber es ist zu einem guten Zweck. Hat alles einen guten Zweck mit sich. So, ich denke mal, einen Tackle werden wir jetzt überstehen. Achso, wir sind ja langsamer. Naja gut, nee. Dann werden wir jetzt nicht lange rumtaktieren. Aquaknall kann das auch noch. Okay. Prima gecountert. Aber egal. Farbige Wart besiegt, das ist das Wichtigste. So. Konoha erreicht nebenbei Level 9. Yay. Ja, Dratini läuft es von der EP her davon. So. Andere Pokémon nehmen. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. Hat er seine Augen beigeschlossen. So, du bist, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Du findest die Höhle hinter Route 2, dein Rotom Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alola. Gut, machen wir. Es wäre nur nicht schlecht, mal die Pokémon zu heilen. Und vielleicht ist es auch noch sinnvoll, zum Pokémon Center zu gehen. Denn, ja, Frobär möchte ja auch noch ein paar EP abbekommen. Dann müssen wir mal gucken, dass es noch Tag bleibt. Draußen wird es ja schon langsam dunkel. Sieht bestimmt dann lustig aus, wenn ich jetzt das Licht ausschalte.
So, also. Guten Tag, ja. Du sollst die Pokémon fit machen. Nicht Spülmittel, nein, fit. Obwohl, soll ich deine Pokémon wieder Spülmittel machen? Naja, hätte auch was für sich. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz überprüfen. Welche Typen habe ich dann schon abgedeckt? Flug, Drache später? The Francine? Ja, ich höre. Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mehr Kleidung alleine kaufen. Ach, du bist da ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lilie gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kapuriki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu! Ja, Level 9, was haben wir denn hier? Ja, was ist das denn? Ja, muss ich später lesen. Gut. Viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Okay. Ach, wen haben wir denn hier? Tauros mal wieder. Hallo, der Francis. Es ist mir endlich gelungen, Tauros zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Ja gut, jetzt sagt er wenigstens nicht sein Tauros. Z-Horter heilt das Pokémon ganz und gibt plus 1 auf Def und Spätstef. Ach du Hilfe! Das ist ja OP. Na, sieh mal, wie sehr es sich freut. Vermutlich spürt es die Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gern selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Und da ist es wieder. Wie, du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Krass, was Z-Horter anstellt. Das ist Hardcore. Muss man mal so sagen. Okay, dann sind wir jetzt nämlich auf Route Nummer 2. Ein grasbewachsener Weg. Wie ich vorhin, das hohe Gras, ja, hatten wir das Pokémon und so weiter. Oftmals Items fallen lassen, ja. Haben wir hier aber noch eine Trainerin, Hallöchen. Ja, und wenn sie mal das schafft, dann besteht deine nächste Prüfung daran, mich in all meiner Schönheit zu besiegen. Ja, das tut es. Ist es eigentlich sinnvoll, die ganzen die ganzen Dialoge vorzulesen? Charlize. Den Namen kenne ich, wie gesagt, gar nicht. Aber setzt gleich mal einen Nebulak ein. Mhm. Ja. Wir haben leider noch keine Unlichtattacke. Das kommt wahrscheinlich später noch. Aber was wir haben ist... einmal Schlecker. Wie ist damit? Einmal. Trotz der Schwäche zieht es einiges ab. Horrorblick. Ich kann nicht mehr fliehen. Aber gut. Was soll's. So, der mit seiner offenen Hand einen Pokémon hinterherläuft. Ja, das stimmt. Das hat natürlich auch wieder was für sich. So, Nebulak, du hast deine Chance vertan. Einmal abgeschleckt und fertig ist die Sache. Leider haben die Trainer wirklich oftmals nur ein Pokémon, was ich sehr schade finde. So, Frubbel heult jetzt auch auf Stufe 6, Stufe 7 und wurde besiegt. Wow, für dich ist sicher keine Prüfung zu schwer. Nö, ist es nicht. Ist es ganz und gar nicht sogar. Ja, obwohl. So, und jetzt kommt ein Pokémon auf mich zugeflitzt. Zack. Und welches haben wir dann? Okay, bin wieder da. Ich will mich gerade nicht von Black Knights mobben lassen. Kein Nerv dazu. Aha. Ja, dann sag ich mal WB im Nikotube, ne? Okay, welchen Level hast du? Stufe 9. Heißt, du bist speziell defensiv gut aufgestellt, glaube ich. Sogar sehr gut aufgestellt. Diese Grimassen, die es dann zieht, ja. Während dieser Animation. Hat schon was für sich bei diesem Makuhita. Energiefokus ist fehlgeschlagen. Und dann können wir ja noch einmal mit der Glut angreifen. In der Hoffnung, dass kein Burn kommt. Sehr schön. Dann haben wir erstmal noch einen Tackle. Ja gut.
Ja, das sorgt halt dafür, dass man, also dass es stärker Volltreffer landet oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Aber gut, so ist es nun mal. Pokéball, Flieg und Sieg. Pokéball, Flieg und Sieg. Oder so ähnlich, ne? Wer Sailor Moon kennt, also wer Sailor Moon nicht kennt, hat die Kindheit verpennt. Nun. Was soll man dazu jetzt sagen? Also, dass es schon wieder ein Crit landet, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich will dich fangen. Damit das klar ist. Pokéball, du fliegst jetzt nochmal. So. Du bist nun mein. Klasse, das Makuhita wurde gefangen. So, Nichan erhält ein paar EP, erreicht Level 14. Kommt da nicht bei die Entwicklung sogar schon? Das war relativ früh, kann ich mich entsinnen. Also, erstmal hole ich meine volle Wasserflasche. Sollte auch mal ein bisschen was trinken. Oh, wie es da guckt, so grimmig. Krass. So, jetzt haben wir schon 6% von dem gesamten Pokédex. Wow. Nummer 56, Makuhita, Courage, Typ Kampf, Größe 1 Meter, Masse 86,4 Kilogramm. Obwohl sie ursprünglich aus einer anderen Region kommen, sind Alola Makuhitas heute bekannter als ihre übrigen Artgenossen. Warum kann ich das jetzt nicht eigentlich sofort auf den PC schicken? Naja, egal. Bekommt dann auch noch mal ein paar EP nebenbei. Soll es sich freuen. Und weiter soll es gehen. Hier kommen wir noch nicht lang. Da fehlt uns nämlich noch was. Ja, da geht es zum Hauroholi-Friedhof. Da will ich nämlich auch noch hin. Warum will ich da hin? Ganz einfach. Weil es da nämlich noch was gibt. Flieg und Sieg erinnert mich an den Spruch von Kim und Con. Immer nach vorn. Auch gut, ja. Ach, da ist eine Trainerin. Ich werde nur Attacken verwenden, die mein Pokémon geliebt hat. Ja, gut. So, Nyla heißt sie, okay. Einfach mal Nyla. Welchen Level hat denn das Pikachu? Weil eigentlich müsste ja mein Raichu dann auch bald so weit sein. Quatsch, ihr wisst schon. Oder auch nicht. Nein, mein Pichu müsste bald so weit sein, um sich zu entwickeln. Oder auch nicht. Nee, ich brauche da irgendwie noch Zuwendung. Aber cool, dass dieses Pokémon extra noch Pika und sowas sagt. Das ist genial. Ein Kimmer muss sich an was anderes denken als das Teil der Waffe. Ja gut. Da bekäme Kimme und Korn eine ganz andere Bedeutung. Aber gut. So, was haben wir jetzt? Vorbei erreicht neuen Level. Ja, man sieht es halt, die Pokémon holen ganz gut auf. Turbodreher könnte man kompetitiv nutzen, als Spinner sozusagen. Dass man dann die Tarnsteine und sowas wegrückt. Pika! Welches Item haben wir denn hier? Wir haben einen Paraheiler, den wir ja jetzt unser eigen nennen können. Halt. Ich renne hier erstmal durch, begegne keinem wilden Pokémon, bekomme nebenbei noch die TM-Vertrauenssache. Aber er entwickelt sich, genau. Da ist natürlich, was du denkst, wenn du mit Korn in das Getränk. Achso. Gut, Sanftglocke, ja, die Sanftglocke, die habe ich ja noch nicht. Die werde ich wohl auch noch nicht so schnell bekommen. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter gucken. Ach, guck mal, was wir hier gleich am Anfang haben. Welchen Level hast du? Du hast Level 10, das ist sehr gut. Dann sollte Schlecker auf jeden Fall nicht zu stark sein. Ach, ganz und gar nicht. Sehr gut. Erstauner, ja gut. Macht jetzt nicht viel Schaden. Sagen wir es mal so.
So, und dann haben wir nochmal den Schlecker. Was hat ein Supermarkt, was hat eine Drogeriekette hier mit Pokémon zu tun? Komprimator, oh. Wäre schlimm, wenn jetzt das der Pokéball noch verfehlen könnte. Das wäre richtig krass. Okay. Verschenke Shiny Alola Raichu. Nehme ich gerne an. Also ich hätte da nichts gegen. Du bist nicht mein, okay. Es ist witzig, dass ich das dreimal sehe. Ich sehe ja einmal auf meinem 3DS das Bild, dann auf meinem PC groß und dann nochmal in OBS. Also das ist gerade witzig, wie ich das hier alles dreimal sehe. Du bist nun mein! Klasse, das Triftlon wurde gefangen. So, da haben wir jetzt nämlich auch das. Da können wir nämlich nochmal zurück, um noch ein paar Poké-Dollar zu bekommen. Und das ist nicht wenig. Oh, Bitterkuss. Ja, warte mal. Vergessen. Was können wir denn hierfür machen? Oh, Bitterkuss. Das ist sehr gut. Da können wir nämlich... Was macht ein Charme? Dessen Angriffswert? Routenschlag senkt die Verteidigung. Ich werde den Routenschlag rausnehmen. An der Laterne am Anfang ist ein Item versteckt. Okay, vielen Dank. Das wusste ich gar nicht, oder? Habe ich das damals... Dein Mainboard ist, glaube ich, bei Exitus. Wieso das? Das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön, wenn das bald so ist. Das hat Armstoß. Das hat... Ach komm, Tackle, weg hier mit. So, Tackle braucht keiner. Das wäre überhaupt nicht gut, wenn es Mainboard schlapp macht. Hast du eigentlich deine alte 960er Grafikkarte noch als Physikberechnungskarte drin? Oder hast du die verscherbelt? So, also. Wir wollen ja erstmal den Pokédex-Eintrag vorlegen. Driftlon Nummer 64, Ballon, Typ Geist, Flug, Größe 0,4 Meter, Masse 1,2 Kilogramm. Das heißt, dass es kleine Kinder an die Hand nehme und ins Jenseits zerre. Schwere Kinder sind ihm eine Last. So, nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Was inzwischen Gentleman und Züchterin auch? Ach du Hilfe! Ach ja, stimmt, du hast ja was mit Streaming-Rechnern gesagt. So. Okay, warte mal, an der Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Tatsächlich, ein Superball. Zwischen Gentleman und Züchterin an der Kreuzung auch. Muss ich mir merken. Dann gehen wir erstmal an dir vorbei, sammeln diesen Riesenpilz auf. Sprechen noch mit ihm. Nein, wir kämpfen gegen ihn. Wenn ich den Pokémon-Friedhof besuche, habe ich immer Tränen in den Augen. Ja gut, ist ja wohl verständlich. Ginge mir nicht besser, wenn ich auf den Friedhof gehe. So, Keanu oder Kino. So. Dickdarm. Nee, Dick da. Mit CK statt mit G geschrieben. Aber es sieht doch mal aus wie so ein Penis. Also, ganz ehrlich. Sorry, aber... Ah, warte mal, das hat Bodenattacken vielleicht schon. Ich setze trotzdem die Glut ein. Denn Glut tut gut. Ach ja, stimmt, es war ja noch Stahl dazu. Das Alola Dicta. Stimmt, 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 dann habe ich nichts gesagt. Dann ist alles richtig gemacht worden. Ach, mein Kleines. Nein, ich werde nicht weinen. Was? Ach du Hilfe, es erkennt keine SATA-Anschlüsse mehr? Das ist echt krass. Tja, da ist jetzt halt die Überlegung, kauft man sich dann ein neues Main oder ein gleiches Mainboard oder kauft man sich gleich ein neues Mainboard mit besserem Prozessor, ne? Aber das sind halt auch wieder Kosten, die entstehen, die man eigentlich gar nicht haben wollte.
Okay, an der Kreuzung lag auch noch ein Item. Die Kreuzung? Warte mal, wo geht's denn? Nee, hier komme ich nicht rauf, ne? Wie kam ich denn dorthin? Kam ich da nicht über einen kleinen Umweg hin? Ach ja, doch, kam ich. Aber an der Kreuzung. Ist das hier die Kreuzung? Nun. Die Kreuzung. Okay. Dann komme ich hier zumindest auch noch zu einem Item. Nee, doch, komme ich. Hätte eigentlich gern gewusst, was hier noch von. Ach so, du meinst auf dem Friedhof. Okay. Ich will nur mal gucken, was wir hier noch von wildes Pokémon sehen. Ah, da haben wir noch einen Mauzi. Das war ja, ist ja im Let's Play in meinem Team drin. Man hätte eigentlich vermuten können, dass es irgendwie den Typ Stahl noch in sich trägt, aber also es sieht ja so stählern aus, ne? Heuler. Ja, ich habe gerade die WhatsApp-Nachricht erhalten. Gucken wir doch noch mal. Ach so. Quatsch, ich kaufe mir ein neues von Asus. Das Board kostet nur 75 € und eine neue CPU würde Umstieg bedeuten. Ist gerade nicht drin. Ach du Hilfe! Wo liegt denn da alles hier was rum? So. Da ist das Bild auf jeden Fall und. Klasse, das Mauzi wurde gefangen. Okay, von Asus ein 75 € Board. Ja, läuft. So, für Mauzi wurde ein neuer Eintrag angelegt. Ach, mal wieder die Flasche. Ja, ich komme von der Flasche nicht weg. Okay, ich weiß, war nicht lustig. Hashtag unlustig. So. Mauzi, Nummer 45, Katze, Alola-Form, Typ Unlicht, Größe 0,4 Meter, Masse 4,2 Kilogramm. Ursprünglich existierte es in Alola nicht. Durch Menschenhand wurde es verbreitet und ausgewildert. Es ist listig und sehr stolz. Nee, und ich drücke jetzt einfach B, dann wird das nämlich automatisch auf die Box geschickt. Haben mir nämlich Steffi und Philipp verraten. So, Display wird mal heller. Genau. Das Item habe ich. Also. Nochmal auf den Friedhof. Also, das an der Laterne haben wir. Ach, gegen die habe ich noch gar nicht gekämpft, oder wie, oder was, oder wann? Also, das ist ein Trainer, oder was? Oder was zeigt mir jetzt das Item an hier? So. Ach du Hilfe, 3 Monate Lieferzeit hat das dann? Wow. So, ich bin jetzt hier an dieser Kreuzung. Und finde das Äther. Yay, Dankeschön. Also so läuft doch mein Stream richtig cool mit Interaktion im Chat. Und ja, Trübsal blasen. Es ist nicht alles Trübsal, was man blasen kann und nicht alles Eis, was man lecken kann. War mal mein Konter. Nun, so muss man ja irgendwie kontern. Makuhita. Habe ich schon was Effektives dagegen? Ja, habe ich eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob Pichu das aushält. Nee, warte mal, ich gehe mal auf Pokémon. Ich probier's mal aus. Nee, warte mal. Halt! Ich habe da was anderes. Frohbärl. Das hat doch hier einen Knuddler. Can you ask 31? Are you German or English? Because it's a German stream. I understand you in English, but you should rather write in German. Ach, Knuddler, der wird jetzt garantiert daneben gehen.